Grüßt euch, meine lieben YouTube-Freunde. Heute machen wir ein Video innen. Draußen, da ist schon wieder so dunkel unter meiner Terrasse. Ja, die letzte Zeit habe ich euch ja Videos gezeigt von meiner Radtour. Das macht mir zurzeit sehr viel Spaß. Und ja, was soll es denn immer filmen, ist auch immer dasselbe. So wie mit den Pfeifen auch. Ne? Und dann zeige ich euch heute eine schöne Pfeife von Georg Jensen. Das ist das schöne Stück. Wunderbare, schöne Pfeife, Georg Jensen. Da habe ich jetzt gerade die Silberapplikation sauber gemacht. Mit dem Mundstückreiniger, wo ich euch letztes Mal gezeigt habe. Diese Pfeife ist mit Filter. Die ist noch von damals, wo ich Filter geraucht habe. Wie neu. Die habe ich schon ein paar Mal geraucht. Und so schaut sie aus. Die Georg Jensen. Schönes Pfeifchen, finde ich. Hat ein schönes, großes, mittleres Füllvolumen. Da passt schon ein bisschen was rein. Ja, die werde ich jetzt dann rauchen. So schaut sie im Mund aus. Die werde ich jetzt rauchen, weil letztes Mal habe ich euch gezeigt, was für ein Tattoo das ich mir mache, weil ich auf der linken Seite habe ich doch da dieses Tattoo machen lassen, neben Popeye. Und jetzt wartet ein Freund auf mich, der raucht auch leidenschaftlich gern Pfeife, der ist aus Hamburg und das ist der Herr. Das ist einmal ein Pfeifenraucher, hat auch eine schöne Pfeife im Mund, wie man sehen kann. Und mit dem werde ich jetzt eine Pfeife rauchen. Naja, Spaß muss sein, gell? So, dann habe ich euch wieder mal eine schöne Pfeife gezeigt von Georg Jensen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bitte nicht böse sein, dass ich nicht nur immer noch Pfeife zeige. Darum steht ja bei mir bei YouTube Pfeifen und allerlei. Ich tue ja auch leidenschaftlich gern kochen, Wurst machen, Leberstreichwurst in Glas machen, räuchern. Und da werde ich immer wieder ein bisschen was zeigen. Weil mit den Pfeifen ist dann auch langsam vorbei. Da habe ich dann schon fast alle durch. Sind schon noch ein paar Einzelstücke da. Ich habe noch verschiedene Stainwells hier. Kann ich euch noch zeigen, aber weiß nicht, ob das für euch interessant ist. Schreibt es halt einfach mal rein unten in der Kommentarleiste, ob Stainwell für euch interessant ist. Aber die kennt ja eh jeder. Also Stainwells kann ich nur jedem Pfeifenraucher Neuling empfehlen. Lassen sich super rauchen. Super. Okay. Georg Jensen mit Filter. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Albert. Pfiat euch.